Hallo, in diesem Video werden wir die Summierfunktion in SQL sehen oder behandeln. Und zwar, ich habe jetzt hier eine normale Abfrage, die beinhaltet Daten aus mehreren Tabellen. Und da haben wir die Formel 1 Vornamen der Formel 1 Fahrer und Nachnamen, Teams, das Jahr und dann die Punkte pro Rennen für jeden Fahrer. Ich habe es auch nach Fahrer, Nachname, Vorname und dann nach dem Team sortiert. Und da sieht man, was jeder Fahrer pro Rennen für Punkte geleistet hat, und zwar es geht nur um die Jahre, um die 10er Jahre, also von 2010 bis 2019. So, und jetzt geht es mir darum, was mich interessiert, sind nicht die Punkte pro Rennen, sondern allgemein die Punkte fürs ganze Jahr. Und da gibt es mehrere Funktionen, mit denen man was zusammenrechnen kann. Und zwar, wir fangen mal an, ich mache das weg, das brauchen wir gar nicht. Wir fangen erstmal mit der Summe und das ist Sum. Und in dem Fall geht es um die Summe der Punkte, also dann Results und dann Points. Da haben wir es. Und hier, wenn ich das jetzt laufen lasse, man muss erstmal achten, dass wenn man so eine Summierfunktion hat, man muss Folgendes machen. Erstens, das Where wird nicht mal funktionieren, weil das Where funktioniert nur bei normalen Abfragen. Bei Summen funktioniert das Where nicht, deswegen mache ich das mal weg. Und wenn man jetzt hier die nach dem Feld summiert, dann muss man nach den Feldern gruppieren bzw. diese Felder wegnehmen. Weil es geht so, zum Beispiel, die Gruppierung ist sehr wichtig, weil das Programm oder SQL muss wissen, nach wie wird summiert. Und hier wollen wir ja, wir summieren nach dem Vorname, Nachname, sprich den Fahrer selbst, dann nach dem Team und dann nach dem Jahr. Und deswegen hier, wenn wir jetzt gruppieren, können wir das mal kopieren. Und dann hier wird einfach Group By. Und dann hier unten kann man gleich die Felder einfügen und wir machen das erst weg. Und hier auch weg. Hier auch. Weg und hier auch weg. So, und wenn man jetzt das speichert und jetzt mal die Query laufen lässt, dann hat man jetzt die Summen. Man sieht jetzt zum Beispiel, Carlos Abarth hat von 1962 0 Punkte etc. Der hat zum Beispiel 1,5 Punkte etc. Jetzt, wie kann man noch filtern? Ich hätte gerne noch den Filter in die 2010er Jahre. Wie kann ich das machen? Man benutzt hier als Filter nicht where, sondern ein anderes Schlüsselwort, nämlich having. Having. Und dann kann man wieder den Filter wie vorhin reinschreiben, nämlich race year und dann like in dem Fall 201 mit Prozent. Und dann, wenn man das jetzt speichert und dann laufen lässt, dann hat man jetzt, habe ich jetzt einen falschen Namen genommen, ist es Race, Result, oder ist es Race Year? Ach, Races, okay, ein Fehler. Races Year, komisch. Ja, hier habe ich das S vergessen, klar. So. Und wenn ich das jetzt laufen lasse, dann habe ich dann die Daten jetzt, und man sieht hier zum Beispiel Albon in 19 hat 76 Punkte, für Red Bull in 19 hat er noch für, die anderes Team, für das andere Team gefahren, ist für das andere Team gefahren 16 Punkte, also insgesamt wären das dann die Summe, in 19 hat er dann beide Punkte gemacht, hier auch in 2010 so viele Punkte, in 2011 so viele Punkte und so weiter. Und so hat man das summiert. Und es gibt, außer Summe, gibt es weitere Funktionen. Einmal ist Max, also maximale Punkte pro Rennen, wie viel, und das ist dann die Max-Funktion. Das heißt, das zeigt, wie viel jeder Fahrer pro Rennen maximal an Punkte gemacht hat. Also wenn einer ein Rennen gewonnen hat, dann hat er 25. Das heißt, bei keinem von denen wird mehr als 25 stehen. Dann Min ist gerade das Umgekehrte, wahrscheinlich bei vielen 0, wenn die jetzt aus dem Rennen ausgeschieden sind. Und dann gibt es noch den Durchschnitt, den man hat, und das ist dann Average. So, wenn man die jetzt, die Query jetzt laufen lässt, dann sieht man, hier hat man dann die ganzen Daten.
Und da sind der, also nehmen wir den Albon, der hat zum Beispiel maximal, Summe 76, maximal 8 Punkte. Also er kam mal irgendwo in eine Position mit 8 Punkte, minimal 0, also irgendwo nichts gemacht und im Schnitt so und so viel. Die Sache ist jetzt so, dass was uns noch fehlt hier ist, wenn man sowas macht mit solchen Funktionen, man sieht ja, die Feldnamen sind nicht so optimal und da kann man jetzt hier wieder seine eigene Feldname eingeben und zwar mit dem S-Schlüsselwort und zwar S zum Beispiel Summe zum Beispiel S Max und dann S Min. Man kann die Felder benennen, wie man will. Wir machen es jetzt mal kompakt, dass das alles auf dem Bildschirm passt und S mach mal Schnitt. Okay, so. Und dann, wenn man das jetzt die Query laufen lässt, dann sind die Feldnamen auch wesentlich besser als vorher. Und so hat man das da dann geregelt. Und das ist so, arbeitet man mit diesen Summenfunktionen. Das sind Sum, Max, Min und Average. Und man darf nicht vergessen, dass wenn man mit solchen Summenfunktionen arbeitet, muss man die restlichen Felder, die in der Abfrage drin sind, hier in der Gruppierung mitnehmen. Fehlt ein Feld, kommt eine Fehlermeldung, beziehungsweise wenn man nicht nach dem Feld gruppiert, dann sollte man es lieber hier aus dem Select dann wegnehmen. Und zusätzlich, wenn man mit Summen arbeitet, wäre am besten ist, wenn man hier unten das Having hat, anstatt Where, weil das Where würde hier gar nicht funktionieren.